ist die Sazu und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Dance-Tutorial. Heute tanzen wir zu Tiptoe von Jason Derulo. Ich würde sagen, wir legen gleich los. So, wir legen gleich los. Und zwar zu Beginn drehen wir uns um nach hinten. Und dann fangen wir an mit dem linken Bein und dem rechten Arm. Wir machen 4 Schritte nach vorne. Wir haben 1, 2, 3, 4. Dann gehen wir nach links. Wir machen 2 Body Roll. Wir haben 1, 2. Dann wieder nach links. Kopf geht nach unten. Kopf kommt hoch. Und dann nehmen wir das rechte Bein und der rechte Arm. Und zwar gehen wir nach rechts. Und das linke nach links. Und dann nochmal nach rechts. Und nach links. Und dann von hier machen wir 3 kleine Schritte nach vorn. Mit dem rechten Bein und der rechten Hand. Wir haben 1, 2, 3. Und beim 4. Mal nehmen wir das rechte Bein hoch. Wir gehen nach unten. Und dann kommen wir wieder hoch. Dann gehen wir mit der rechten Hand und der rechten Hüfte nach rechts. Und dasselbe nach links. Und dann überkreuzen wir die Arme. Der Kopf geht nach unten. Der Kopf kommt hoch und wir klatschen 2 Mal. Dann machen wir einen Slide nach rechts. Das rechte Bein kommt nach hinten und das linke Bein kommt nach vorne. Wir machen einen Slide und stehen. Und dann von hier gehen wir mit der Hüfte zuerst nach links, dann nach rechts und wieder nach links. Und von hier machen wir einen Slide nach rechts und wir stehen. Dann gehen wir nach links. Und dasselbe nach rechts, dann wieder nach links und der Kopf dreht sich von rechts nach links. Von rechts nach links. Genau, dann von hier machen wir den Slide nach links. Einfach ein kleiner Schritt mit dem linken Bein, der rechte Arm kommt hoch. Slide und stehen. Dann von hier nehmen wir die Arme hoch und dann kommt die linke Hüfte nach hoch. Dasselbe rechts und dann machen wir nach vorne ein Body Roll. Bis hierhin. Dann nehmen wir die Arme zusammen, zuerst nach links, dann nach rechts. Und dann machen wir einen Slide nach vorne mit dem rechten Bein und der rechten Hand. Wir haben Slide. Und dann drehen wir uns nach hinten und wir machen 2 kleine Schritte. 1, 2 und 8 kleine Schritte. Wir drehen uns. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bis hierhin. Jetzt kommen wir schon zum Tiptoe. Und zwar nehmen wir das rechte Bein. Wir haben rechts, 4 Mal, 2 Mal, 3 Mal, 4 Mal. Und dann von hier nehmen wir die Arme auf. Wir haben rechts, den rechten Bein nach vorne. Dann 2 Mal, 3 Mal, 4 Mal. Dann machen wir einen Schritt nach vorne mit dem rechten Bein. Wir haben einen Schritt. Wir überkreuzen mit dem linken. Dann wieder einen Schritt mit links. Dann drehen wir uns nach links. Dann gehen wir nach rechts mit dem rechten Bein, linke Arm. Auch 4 Mal. Wir haben 1 Mal, dann nach links, 3 Mal, 4 Mal. Und von hier machen wir einen Slide nach rechts. Und zwar zuerst mit dem linken Bein. Das linke Bein kommt nach hinten. Das rechte Bein kommt nach vorne. Und wir stehen und wir machen 2 Hits. Hit, hit. Dann kommt das rechte Bein nach vorne und das linke Bein nach vorne und wieder ein Schritt nach rechts. Dann gehen wir nach unten. Der Kopf kommt hoch und dann nehmen wir den rechten Arm und das rechte Bein geht jetzt nach rechts. Dann nach unten. Wieder 2 Mal. Nach unten. Dann von hier kommen wir zum Schluss. Und zwar machen wir 4 kleine Schritte. Und dann eine Schlusspose. Wir haben mit rechts, rechts, links, rechts, links und Schlusspose. Und das war's auch schon. Und jetzt machen wir das Ganze zusammen mit der Musik. Derulo. Wine for me, darling. Where you move your spine is alarming. Man, why you just... Big fat thing overflowing. Skin tight dress couldn't hold it. Way too thick like it's swollen. You're too bad and you know it. When you drop down, lose focus. When I think clap, that's a bonus. That cake looking appetizing. Backpack full, that's a crisis. Bring that body, my
my bread. Look like you do ballet. Yeah, hold tight when you tiptoe. Say something when you tiptoe. No brakes when you push that back. Left right, do it just like that. Hold tight when you tiptoe. So, das war's auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann vergesst nicht, das Video zu liken, zu teilen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr meinen Channel abonnieren und dann seid ihr immer die Ersten, die meine Videos sehen. Ich freue mich und bis zum nächsten Dance-Tutorial. Tschüss!